Ja, nicht nur wir sind drei für die Insel, sondern auch Hugo, Amicia, Anno und die Piratin. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge A Black Tail Requiem. Hier war alles furchtbar kommentiert mit mir, dem Daniel. Und wir sind hier ganz ruhig auf hoher See. Noch ist alles ganz ruhig. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Unser Ziel ist die Insel mit zwei Bergen. Und das hat jetzt nichts mit Jim Knopf zu tun. Immer noch auf Posten? Gibt's was zu melden? Vielleicht eine Insel? Noch nicht. Aber es ist so schön. So viele Farben. Und ich habe riesige Fische gesehen. Und ein Delfin. Das ist schön. Was haben Hast wir du denn Lust, hier? Zeit mit deiner alten Schwester zu verbringen? Du bist doch nicht alt. Du? Woher kennt Sophia eigentlich den Weg nach Lacuna? Sie hat hier bestimmt irgendwo Instrumente. Wir können sie auch fragen. Ja! Hallo. Ein toller Schild. Tut, was er muss. Hat mir auf die Haut gerettet. Der Vogel gefällt mir. Das ist ein Greif. Halb Löwe, halb Adler. Du hast also zur Hälfte recht. Das war mein Wappen. Mutig und listig, so wie ich. Unser Wappen ist ein Baum. Auch ein gutes Wappen. Stark, beständig, weise. Genau wie wir. Komm schon, Hugo. Er ist lustig. Sieht aus wie ein Bär. Und riecht auch so. Er riecht komisch. Ja. Riecht wie ein Dutzend verschiedener Orte gleichzeitig. Oder wie ein Pferd. Das heißt, ein Pferd riecht umgekehrt auch wie verschiedene Orte gleichzeitig. Hey, schau mal. Wow. Ist das ein Diamant? Glaube ich nicht, aber es ist bestimmt wertvoll. Fass das lieber nicht an. Kommt wahrscheinlich drauf an, wo man beim Pferd rumriecht. Eine Karte des Mittelmeers. Die ist schön. Und praktisch. Damit erkennt Sophia, welche Insel die richtige ist. Die Armbrust hat uns das Leben gerettet. Ohne Joseph hätten wir es nicht geschafft. Er ist sicher froh, dass du sie hast. Ja. Ich versuche, ihr gerecht zu werden. Ich finde es ja mal ganz angenehm, dass das Spiel sich auch mal so ein bisschen jetzt zur Zeit nimmt, eine Ruhephase reinzubauen. Hallo, die schrecklichen Geschwister des Sturms. Ich glaube, da hat jemand eine Frage. Woher weißt du, wo es nach Lacuna geht? Das Meer ist so groß. Ganz einfach. Sirenen. Die kennen alle Routen. Was? Wo sind die? Kann ich sie sehen? Die sind ziemlich schüchtern. Deswegen benutze ich auch Instrumente und Karten. Ist kompliziert, aber ich bin schlau. Also? Oh, ja. Sirenen sind einfacher. Dürfen wir uns deine Instrumente mal angucken, Sophia? Klar, aber wenn ihr sie kaputt macht, werfe ich euch über Bord. Das war kein Witz. Ich wollte gerade sagen, noch lacht er, ja. Wenn er im Wasser hängt, dann schreit er wieder. So, dann gucken wir doch mal noch unter Bord. In den Laderaum. Oh, gehört das alles ihr? Ich denke schon. Außer sie beklaut ihre Mannschaft. Das dürfte dich interessieren. Oh, was ist das? Ein Astrolabium. Vater hat mir erzählt, dass man damit nach den Sternen navigieren kann. Oh, probieren wir es aus? Vielleicht nachts mal sehen. Sieh mal, ein Kompass. Darf ich mal? Ja, aber vorsichtig. Er ist schwer. Die Nadel zeigt dir immer an, wo Norden ist. Sie bewegt sich mit mir. Dann hör auf, dich zu bewegen. Hier, die Insel liegt im Süden, oder? Genau, wo wir hinfahren. Darf ich damit spielen? Aber nicht kaputt machen, sonst kriegst du es mit Sophia zu tun. Genau, dann geht's nämlich übers Board. Kletter zuerst. Alles klar. Achso, jetzt müssen wir nochmal mit den anderen sprechen. Naja, machen wir doch gerne ein bisschen Dialoge machen. Hugo und Amicia an Deck. Ja, wir kommen. Wissen wir. Er hat das Feuer also überlebt? Ja, er hält mehr aus als das. Er hat Spanien und das Burgund überlebt. Ebenso Guyenne, wenn auch nur knapp. Dort hat er versagt? Ja. Das einzige Mal, dass er nicht geschützt hat. Dich?
Nein. Jemanden unter dem gleichen Wappen wie ich. Oh, verstehe. Eine Erinnerung zum Vergessen. Manche Erinnerungen bleiben für immer, Mädchen. Ich weiß, was du meinst. Pass nur weiter auf Hugo auf. Das wird dich retten. Das tut er bereits. Hey, ihr zwei! Das Segel zieht nach Backbord. Helft mir mal! Sieh am Seil auf der anderen Seite. Ich lass meins ein bisschen locker. Verstanden. Moment mal. Segeln ist jetzt nicht so mein Ding. Das heißt, warte mal hier. Ah, da wird schon. Okay. Geht klar. Hab ich keine Ahnung davon. Das ist so toll. Ja, solange das Wetter so ist wie jetzt, kann ich mir aber das sogar vorstellen. Gut. Anno? Bei mir auch. Gut gemacht. Aufgepasst, Kapitän Deron befiehlt, dass wir nach Süden fahren. Dann denke ich mal, werden wir nochmal mit der guten Sophia reden dürfen. Hey. Es muss toll sein, ein Boot zu steuern. Man kann alle Sorgen vergessen. Komm schon, steuer du. Oh. Los, du wirst schon nirgendwo gegensegeln. Und? Unbeschreiblich. Der Ruf der See, die Freiheit. Dankeschön für all das hier. Danke, Arno. Ich bin eigentlich nicht nett. Oh. Er ist unmöglich, ich weiß. Es gibt Gründe dafür, Wunden. Soll ihn nicht entschuldigen, Amicia, aber... Amicia! Oh, die Pflicht ruft. Verzeihung. Kein Problem. Danke. Amicia, komm! Guck doch, da ist was, oder? Das ist sie, Lacuna! Es ist genau wie in meinen Träumen. Dankeschön. Was dort auch ist, wir werden es finden, ja? Inselabenteurer. Ja! Weißt du, sollte ich sterben, macht das nichts. Was? Wovon redest du bitte? Der Magister Vaudor sagte mir, ich würde sterben. Nein, Hugo, vergiss das ganz schnell. Das wird nicht passieren. Bist du traurig? Ich freue mich, hier zu sein. Das Boot ist der Wahnsinn und ich mag Sophia. Und Arno, den du nicht leiden kannst. Entschuldigt. Ich störe nicht gern, doch wir bereiten uns vor, um an Land zu gehen. Ihr könnt helfen. Also, kommt einfach, wenn ihr soweit seid. Ja, klar. Ich freue mich, hier bei dir zu sein. Dann legen wir da gleich mal an. Da liegt aber noch was auf dem Fass. Was ist denn da? Tiere. Vielleicht aus Afrika? Hugo scheint damit gespielt zu haben. Hoffentlich hat er nichts kaputt gemacht. Jetzt gibt's auf die Finger. Haben wir da vielleicht noch mehr so? Schlafen hat oh ja. So gut getan. Kräuter und Salben. Hugo haben sie geholfen. Ich hoffe, er fühlt sich besser. Hübsches Bett. Unser Kapitän hat guten Geschmack. Räucherwerk. Das riecht so gut. Das Mittelmeer. Lacuna müsste hier irgendwo sein. Hier? Oder vielleicht da?
Hat da gerade was aufgeblinkert? Oder war das das Meer? Das klippt manchmal so ganz klein wenig durchs Boot durch. Ketten? Ringe? Sophie heißt ja mächtig elegant. Moment, wir gehen noch mal in den Laderaum. Ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht noch irgendeine Erinnerung oder irgendwas wäre. Vor allem, weil wir jetzt auch noch mal mehr Sachen zum Angucken hatten als noch vor 5 Minuten. Bücher, die sind selten. Aber wohl nicht. Weiter. Oh ja, die gehört Anno. Ich habe sein Schnarchen sogar noch im Sturm gehört. Sieht auch etwas stürmisch aus, das Bett. Dann legen wir mal an und erkunden neue Inseln und erleben neue Abenteuer. Ich repariere eine Kleinigkeit und komme nach. Gut. Wir sehen uns um, solange es noch hell ist und finden einen Unterschlupf. Klingt gut. Übrigens, hier gilt das Gesetz des Grafen. Seid nett. Ja? Sind wir. Deswegen haben wir auch eine Steinschleuder und eine Armbrust dabei. Willkommen auf Lacuna. Dies ist für dich, mein Kind. Deine Anwesenheit ehrt uns sehr. Danke. Wir haben wohl einen neuen König. Guter König Hugo. Ganz genau. Du musst wissen, dass in den hellen Tagen alle Kinder Könige sind. Wie der Sohn der Glutasche, der fürsorglich über unsere Insel wacht. Deine Anwesenheit ist ein Segen. Du bist die Zukunft, genau wie er. Denn er wird uns nämlich alle von der Dunkelheit erlösen. Bitte genießt die Festlichkeiten. Danke. Auf Wiedersehen. Also, so kann's weitergehen, oder? Was die Kirche wohl dazu sagen würde. Sie sind wohl erfolgreich. Betet für unseren Erfolg. Nun kommt, Eure Majestät. Wie in meinem Traum, Amicia. Das ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe. Ja, ist sehr hübsch hier. Aber jetzt müssen wir finden, was dich hierher gerufen hat. Willkommen! Diese Straße führt zum Markt. Es gibt dort viel zu sehen. Dann schnell hin, los! Ja. Laufen wir mal Anno hinterher. Hey, wartet kurz. Ich habe von diesem Traum gehört. Und, naja, ich würde gerne helfen. Aber dazu muss ich wissen, wonach ihr sucht. Na gut. Also, es ist, ein bisschen seltsam. Aber erzähl du, Hugo. Ja, in meinem Traum bin ich am Strand aufgewacht. Ich war krank und hatte große Angst. Aber dann bin ich einem großen Vogel gefolgt. Ich dachte, ich sterbe. Der Vogel hat mir Wasser gezeigt, das mich gesund gemacht hat. Und da war ein großer Baum. Und dann wache ich immer auf. Gut. Also, Vogel, Baum und Wasser. Könnte überall sein, aber wohl besser als nichts. Wir können auf dem Markt fragen. Los! Vogel, Wasser und Baum. Könnte ein paar Stellen geben, wo das hier der Fall ist. Oh, das ist toll! So viele Farben und Parfums. Am
Amicia, fragen wir die Leute nach meinem Traum? Erzähl nicht, dass es ein Traum ist. Und frag nicht zu viele Leute. Man weiß ja nie. Ja, ich frage mal. Hallo, mein Herr. Guten Tag. Was kann ich für dich tun? Brauchst du Gewürze? Später vielleicht. Wir haben von einem Teich gehört, der Leute heilen kann. Wisst ihr, wo der ist? Keine Ahnung. Aber während der hellen Tage kann man sich auf viele Arten segnen lassen. Ah, gut zu wissen. Gibt es auf der Insel einen großen Vogel? Wir haben einige hier und da. Vielleicht siehst du sie ja. Gut, danke für eure Hilfe. Gern geschehen. Kein Teich, aber vielleicht frisches Vögel. Obst, ja. Direkt aus dem Garten unserer Mutter. Hallo, mein Herr. Kennt ihr... Gibt es hier einen Zauberteich mit Vögeln und Bäumen? Ich bin nicht von hier, weißt du. Ich besuche nur den Markt. Habt ihr vielleicht einen Vogel? Danke, mein Herr. Gern doch. Da kann man natürlich auch fragen. Ja? Du bist so taktvoll, wie du groß bist. Was? Sehen wir uns weiter um. Perfekt für die Festlichkeiten. Saftiger Schweinebraten. Wer hat Appetit? Wahrscheinlich müssten wir irgend so einen Vogelmetzger oder sowas. Helle Stoffe. Perfektes Gewand für die hellen Tage. Wo haben wir denn noch Leute, die wir fragen können? Na, da ist noch einer. Olivenöl, Kräuter, alles für den perfekt gedeckten Tisch. Hallo. Guten Tag. Kennt ihr zufällig einen Strand, an dem besondere Vögel leben? Ja, hier auf der Insel haben wir hauptsächlich Seemöwen. Keine Vögel, von denen oft geträumt wird. Ja, ich sag dir, das sind verdammte Diebe. Ich meine keine Möwe. Gehen wir. Hey, danke, mein Herr. Möge euer Tag hell sein. Ebenfalls. Der weiß gar nichts. Naja, er kennt Seemöwen. Hab Geduld, Hugo. Na, jetzt wird's aber eng. Ich glaube, viel mehr zu fragen haben wir. Ja, vielleicht da hinten noch. Das sieht nicht so aus, als wenn da noch ein Dialog kommt. Hier stehen zu viele Menschen. Dieses Jahr ist irgendwie mehr los als sonst. Ha, ich glaube, wir haben diesmal doppelt so viele Stände. Fische, großer Fisch, direkt aus dem Hafen. Können wir bald durch? Das dauert so lang. Es geht also weiter. Das Dorf zieht sich bis ganz nach oben. Das sehen wir uns alles an. Werfen für die Festlichkeiten. Greift zu! Alles klar. Dann fragen wir uns mal durch. Gute Arbeit mit den Dekorationen. Und wir brauchen noch Leute, die uns bei den Vorbereitungen für das abendliche Festmahl helfen. Ach, guck mal. Da ist noch eine Dialogoption. Guten Tag. Hallo. Wir sind neu hier und haben von einem Strand gehört. Mit einem Teich, ganz in der Nähe. Sehr speziell. Fällt euch was ein? Tut mir leid, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Da ist auch ein großer Baum. Tja, davon haben wir viele. Oben auf dem Plateau wachsen einige. Trotzdem danke. Natürlich. Warum wissen die nicht? Träume sind Geschichten der Seele, Winzling. Nicht von dieser Welt. Wir fragen weiter. Ja, mal sehen, ob wir noch irgendwo einen entscheidenden Hinweis bekommen. Nicht so viele Leute fragen, hieß es noch. Wo habe ich denn jetzt vielleicht noch eine Option? Ich könnte natürlich mal gucken, ob ich in irgendeine von den Gassen da reinkomme. Die Musikanten sind eingetroffen. Die Festlichkeiten werden gleich beginnen. Kommt! Komm, ich kann's kaum erwarten. Oh, Amicia, können wir auch dahin? Klar, klingt nett. Was ist mit den Soldaten des Grafen hier? Die sehen ziemlich entspannt aus. Anderer Hauptmann, andere Männer, anderes Land. Kein Grund zur Sorge. Gut, ich hoffe, es gibt einen Drachenmann. Den würde ich auch gerne sehen.
Mit Drachenmann sind natürlich wieder das die Feuerspucke gemeint. Traum. Aber es ist toll hier. Es ist alles so traumhaft, ja. Inseln können nette kleine Oasen sein, aber sie sind zerbrechlich. Oh, nicht so trübselig. Genau, Arno. Jetzt genießt doch mal. Sie sind da. Die fangen sicher gleich an. Bitte, bleib im Rhythmus, Lucy. Keine Improvisation, ja? Ich singe für den Sohn der Glutasche und er braucht Energie. Aber nicht so viel. Also schön, aufgepasst. Bald geht's los. Los, schneller. Letztes Jahr war grandios. Ob Sie das übertreffen können? Naja, Sie haben monatelang geübt. Ich hoffe, Sie kommen wieder über den Hauptplatz. Das ist der beste Teil. Wer ist denn der Sohn der Glutasche? Offenbar eine örtliche Gottheit. Auf dem Festland wird Saint-Jean gefeiert, die Sommersonnenwende. Es geht also um Fruchtbarkeit und Wohlstand. Kann er zaubern? Er ist ein Gott, ein Heidengott. Ein friedlicher? Ja. Schön, wie da immer die an den richtigen Stellen auch Pferde abgestellt sind, damit man auch nicht weiterkommt. Aha. Oder halt auch mal ab und zu gar nichts. Das holen wir auch nicht durch. Ja, das ist ein bisschen auffällig, aber also ich finde das echt unfassbar schön gemacht hier. Oh, Tänzer! Amicia, Tänzer! Das sehe ich. Kannst du diesen Tanz, Anno? Sehe ich so aus? Man weiß ja nie. Ich will dich tanzen sehen. Du bist 30 Jahre zu spät, Kleiner. Dann stelle ich's mir vor. Der Marsch der Hingabe hat begonnen. Die Prozession kommt. Schnell, Amicia. Gesegnet sei der Sohn der Glutasche. Gesegnet sei die Mutter. Sie sind hier. Hallo. Oh, hallo. Gerade rechtzeitig. Wow. Na, möchtet ihr sie vielleicht mit Blumen segnen? Einfach auf sie werfen? Genau. Also so, preiset den Sohn. Warte. Die ja, genau, kippt gleich alles aus. Ihr seid alle gesegnet. Oh je. Fertig. Vielen Dank. Tut mir leid. Ach, muss es nicht. Er ist seinem Herzen gefolgt. Jetzt sind sie viele Jahre lang gesegnet. Du bist eine Wucht, Kleiner. Folgen wir der Parade. Klar, stiften wir woanders ein bisschen Chaos. Ja, die sind jetzt für ganz viele Jahre gesegnet. Das ist so ein bisschen wie bei Obelix, der als kleines Kind in den Drang gefallen ist. Tja, warum wohl? Sie sind da oben! Schnell, schnell! Ganz ruhig, wir holen sie schon ein. Gesegnet sei die Mutter! Die Mutter wird gesegnet gleich sprechen! Gesegnet sei die Mutter! Siehst du die vielen Leute? Was ist hier los? Wo ist sie? Sie sollte längst hier sein. Verzeiht, mein Herr. Nun gut. Ja. Ihr alle kennt mich. Ich bin kein Mann großer Worte. Emilie, eure Priesterin, wird bald hier sein. Sie wird die hellen Tage mit wunderbaren Worten eröffnen. Mit den Worten einer Mutter. Der Mutter des Sohnes der Glutasche. Jener Sohn, was? Der dieses heilige Land der. Vor verseuchten Ratten und Krieg bewahrt. Vor Ratten? Nein, halt! Was tust du da? Weil es der Graf ist, Amicia. Unsere Abmachung. Ruf deine Ratten. Warte, was? Das war die Abmachung? Du hast mich also gerettet, damit er den Grafen für dich tötet? Ihr habt überlebt. Das hat seinen Preis. Nein. Man darf ein Kind nicht so für sich ausnutzen und das dann eine Abmachung nennen, Anno. Wir sind seinetwegen hier. Du wirst das nicht ruinieren. Scheiß drauf, ich brauche euch nicht. Nein! Anno! Ich wusste es. Diesmal werde ich treffen. Der Kerl gehört mir. Holt das Mädchen. Nein, nein, das ist nicht unser Kampf. Lauf! Ja. Schnappt sie, das Mädchen. Lauf, Hugo. Aber Anno. Zur Hölle mit ihm.
Das war ja wohl mal eine Sauerei hier. Davon wussten wir ja auch gar nichts. Hier richtig. Mal gucken, Hinterausgang haben wir auch schon gesehen. Ich hätte es kommen sehen müssen. Deshalb kann man anderen nicht trauen, Hugo. Nichts bleibt für uns gut. Alles wird immer schlecht. Immer. Warum? Wir gehen zurück. Es ist zu spät. Nein. Die Dinge sind nicht immer gut, aber wir können das ändern. Wie? So wie wir es immer tun. Wir kämpfen. Wir halten Anno auf, bevor Schlimmeres geschieht. Wir retten deinen Traum. Wir müssen zurück, und zwar möglichst diskret. Oh, das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich eher eine Schleichmission werden. Dann würde ich doch mal sagen, wir machen an der Stelle mal ein kurzes Päuschen und widmen uns der nächsten Folge dann dieses idyllische Schleichspiel dann. Ich sag danke, und das war mal eine etwas ruhigere Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann mit etwas mehr Action und wahrscheinlich auch wieder ein paar Aufreger. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss.